Ermüdet ist er. Ei, ei, ei. Warten Sie. Schatten Sie, das kommt ab. Geht's, kommen auf uns zu. Mist. Schatten Sie, das kommt ab. Hey. Alter, diese Giftgranate, war boom, tot. Nicht jetzt, Shepard. Was zu tun war? Nicht jetzt, Shepard. Ja, steht da. Aus der Hüfte erledigt den Kumpel. Striker 4, Präzisionsgewehr, Leicht Turianer, Titan 5, ich bin ja fertig. Leicht Mensch, Guardian 4. Was ist denn da los? Bloß weil Guardian 4 heißt, heißt das nicht, dass er was drauf hat. Oh, nicht schlecht. Leicht, Uriana 5. Oh, jetzt geht's los hier. Guck mal, Schilde. Na, endlich. Oh, jetzt Segen ja nicht mehr. Muss ja voll weggetarnt. Aber cool. Na, wenigstens mal ein bisschen was. Ey, Kumpel, steht hier. Ich lauf lieber in Rosa rum. Ach, da oben. Blockiert, was? Wo, was? Wer blockiert hier was? Der liegt, hat er sich. Die Geth brauchen für ihren Einzug scheinbar keine extra Einladung. Sie müssen irgendetwas von den Exogeny-Systemen wollen. Warum sollten sie sich sonst mit all dem hier befassen? Ich glaube, das müssen wir also auf die Art und Weise machen. Da, Mann. Muss er hin? Thank you.
Unter der Fallen. Blockiert. Ach ja, hier ist der, so ein bisschen hastig ist. Warte mal. Ja, verdammt, kann ich speichern? Also, die Blockade von meinem Dingens hier kommt von dem Eingang. Oh. Ah, verdammt. Weil hier ist nämlich so ein großer drinne, der total abnervt. Da ist er. Aber irgendwie ist er verbuggt. Laufverlängerung, Waffenupgrade, Munitionsupgrade. Nimm alles mit. Also, oh, jetzt! Der ist so ein bisschen dumm, oder was? Könnt ihr euch daran erinnern, als wir die 2007er Version gespielt haben? Der stand einfach nur da, der hat überhaupt nicht Schimmer. Gut, haben wir den aber auch erledigt. Sehr schön. Ist das echt schon nach 9:30? Hm. Sieht so aus. 9:05. Ja, die Zeit rennt weg, wa? Ja, guck mal, was haben wir? Über 5 Stunden jetzt. Hätte ich nie gedacht. Mit unserer Ausrüstung schaffen wir es nicht hier durch. Es muss einen anderen Weg nach drinnen geben. Ah ja, hier. Hier geht's nur nach unten, Commander. Naja, wo wollen wir hin? Wollen wir hoch oder was? So, jetzt finden wir erstmal die Tochter. Spielst 4 Stunden und ein paar Minuten. Eine Stunde war Schnacken. Ja, ist richtig. Hab auch nicht andere gesagt. Bist denn jetzt gleich wieder so? Oh nein! Verdammt! Es tut mir so leid. Ich dachte, sie wären Gate oder einer dieser Warren. Die zwei Rosanen und der Etarnte ist das. Warum sind sie hier? Schon gut. Beruhigen Sie sich. Sie sind jetzt in Sicherheit. Warum sind sie überhaupt hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Ja, für mich nicht. Ein paar Geht werden mich nicht aufhalten. Es sind nicht die Geht. Es ist das Energiefeld, das sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Ich bin wegen der Geht hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, sie sind wegen dem Torianer hier. Was ist ein Torianer? Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Was wissen Sie noch? Wissen Sie, wo ich diesen Torianer finden kann? Ach, jetzt kommt noch diese... könnte ich es schaffen. Aber nicht mit den Geht überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Wissen Sie, wie wir es ausschalten können? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Geht-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Geht überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Geht. Ja, mach mal kaputt, Alet. Auf jeden Fall ist das die Tochter. Persönliche Frage. Toriana, Geht-Angriff? Persönliche Frage. Erzählen Sie mir von sich. Oh, nee. Ich bin nur eine Forschungsassistentin bei Exogeny. Ich bin mit meiner Mutter hierher gekommen.
Ich weiß nicht mal, ob sie es lebend hier rausgeschafft hat. Sie ist bei anderen Kolonisten. Im Moment ist sie in Sicherheit. Sie lebt? Gott sei Dank. Ich dachte, ich wäre als Einzige übrig. Nein. Bitte, Commander, schalten Sie einfach dieses Feld aus, damit ich meine Mutter wiedersehen kann. Was ist los? Sie bleiben hier. Ich werde ein paar Türen öffnen. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Viel Glück mit diesem Feld. Dankeschön, wir kriegen Besuch. Mach doch mal die Bude. Haben die für geile Waffen? Was? Diese Tüftling ist ja mal der totale Wahnsinn, wa? Also die bleibt da hinten stehen, gut, okay. Ich bin erstaunt, dass nicht schon wieder irgendwas freischalten ist. Brandmunition 4, Brandmunition. Munition. Um getroffene Ziele schlagartig einfrieren zu können. Haftet sich. Krass. Lass sie brennen. Chemie, hier, komm. Halt, abfackeln. Ein Kühlkörper hat er dran. Ein Kühlkörper 2. Kampfsensor. Stabilisator. Ein Sieht bloß. Was hat sie dran? Sie hat einen Rückstoßdämpfer. Ich würde den Kampfsensor dafür mal nehmen. Und er hat... warum hat er einen Kampfsensor? Halt, komm, lass mal das so. Total fetzig. So, Mädels, jetzt geht's ans Brennen. Wer irgendwas will, fackelt ab. Blöde Maschine! Öffne die verschlüsselten Daten! Oh Gott. Nein, ich will kein Protokoll prüfen. Keine Lust auf den. Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg! Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Ah, gut. Ich muss gleich jemand umbringen. Ja, mach das. Komm hier. Alle Ziele neutralisiert. Erinnert alle Mitarbeiter daran, dass gerade ein bisschen Glück gehabt. Auf Firmengelände strengstens untersagt ist. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie den Torianer zu kommen. Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Was hat Zeus Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist.
Durch Streuung und die Schließung. Das sind irgendwas da, diese komischen Eier nachher raus. Andere Organismen infizieren und kontrollieren. Auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Deshalb haben sie sich so komisch benommen. Sie sollten Joker kontaktieren. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Wir müssen dieses Feld ausschalten und zurück zu Zeus Hope. Ganz meiner Meinung. Erzählen Sie mir was übers Feld. V.I., was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Dann auf die harte Tour. Und jetzt los. Wir müssen dieses Schiff finden. Gehen wir. Schalten auf Standby-Modus. Aha. So, jetzt muss ich ganz kurz nochmal was gucken. Warum? Warte mal. Wieso hat der den Kühlkörper? Ja, und warum kriege ich keinen Kühlkörper? Es wird aber langsam wuschelig hier. Alter, haben wir fast 39.000 Credits. Krass. Lull. Wo sind wir denn hergekommen? Von dort. Wir werden in dieser Basis nicht viele Überlebende finden. Ich glaube, diese Situation fällt unter die Kategorie ohne Warnung schießen. So sieht es nämlich aus, mein Lieber. So sieht es aus. Hat die Brandmunition jetzt was gebracht bei uns? Müssen ihr Schiff mit diesen Klauen an der Seite des Gebäudes verankert haben. Ja. Subtil wie ein Tritt ins Gesicht. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Können wir das Schiff entfernen? Vielleicht finden wir ja eine Schwachstelle in einem der anderen Greifer, die wir nutzen können. Oh ja. Dieser Ort wirkt fast friedlich. Glauben Sie, die Geth haben diesen Raum als eine Art Tempel genutzt? Wenn die hier nach Gott suchen, kann ich die Sache gern beschleunigen. So krass, die Dorn. Pistole, Schrotflinte, mittelschwerer Mensch, Phönix. Hier? Phönix 4. 20, 105, jo. Pink bleibt pink, wa? Da kannst du nicht machen.
Achso, wir haben jetzt zwei Wege. Ah, das ist das Ding, okay. Ja. Friss das. Wow. Der ist da ein bisschen festgepackt gerade. Okay, beruhig dich. Haben wir sie? Alle Ziele neutralisiert. Auch an der Stelle sind wir beim letzten Mal 100.000 Mal gestorben, war. Dürfen wir nicht vergessen. Dieses scheiß Kogana-Lager hier. Udex, was? Boah, diese Waffen. Du wirst dich fertig mit ausrüsten hier. Gut, du eigentlich müsstest du sammeln. Nach ein paar Minuten Download haben sie Games Hostlist Design Daten. Ach so. Ach, das sind die Daten, die wir wollten. Ach ja, stimmt. Jo, lul. Dankeschön. Eigentlich müsste man alles sammeln, dann aufs Schiff zurückgehen. Ja, und dort, denn unten in der Waffenkammer erstmal jeden ausrüsten. Und alles, was denn überbleibt, ist halt die Frage. Du kannst es ja nicht beim Verkaufen, er listet dir alles auf. Ja, du hast ja keinen Unterschied denn zwischen was hast du oder was hast du nicht. Also. Ja, Frau Namenlos, ich weiß. Weiß ich. Aber wäre, glaube ich, besser. Wenn du den Hai angehst, sonst bist du morgen wieder so dolle müde. Und das bringt dir keine Punkte. Das bist du selbst am besten. Ja. Waren jetzt. Ah, hier müssen wir lang, wa? Nee. Über hierher kommen? Nee. Ah, nee, hier müssen wir lang. Genau. Treppe. Runter oder hoch? Hoch. Wir haben eine Blockade drin, das heißt, dass wir gleich irgendwo Besuch haben. Schwer, Toriana. Wahnsinn. Was ist denn hier los? Keine Chance. Ach, Quatsch. Ich drück immer auf E, das ist Blödsinn. Geheime Informationen. Oh, die Testproben hätten vor 3 Tagen eintreffen sollen.
Aber wir waren weder von dem Frachter noch von der Kolonie etwas gehört. Wir befürchten, dass sie oben entkommen sind und empfehlen, jeglichen Kontakt mit der Noda-Krogs-Kolonie abzubrechen. Selbst wenn die Kolonie entdeckt wird, da darf niemand die Ergebnisse dort mit uns in Zusammenhang bringen. Was ist denn da los? Wird hier Achterbahn surfen oder was? Nicht jetzt, Shepard! Ah, wir sind im Fight, ja, ist ja gut. So wie bei den anderen. Wir haben kein Werkzeug, um das Ding rauszureißen. Sucht weiter. Platt machen. Alle platt machen. Oh, was ist denn da? Haben die Schilde verloren. Schlecht. Na los jetzt. Der blöde Scharfschütze. Ist das? Was ist das, Commander? Eine Quarantänestation? Scheint so, meine Liebe, scheint so. Wenn der Greifer entfernen können, fällt das Schiff. Schilde sind unten. Ach. Chiffrierung, Fertigkeit zu gering, lol. Wie war das? Log-Einträge von Dr. Gamorle. Gamorle? Gamorle? Ich traue diesen Cerberus-Gruppen nicht. Sie zahlen gut, aber wenn das hier freikommt, bevor wir ein Gegenmittel entwickelt haben, das ist einfach fahrlässig. Sie wollen uns nicht sagen, wofür sie die Proben brauchen oder warum sie in das Matano-System geliefert werden sollten. Gemäß meiner Aufzeichnung ist da draußen nichts Interessantes. Oh Mann, ey. Da müssen wir ganz genau gucken, wo wir den ganzen Plunder abgeben. Ach, jetzt war ja hier so ein Rätsel. Stimmt ja. Oh, sie haben an der Konsole einen Reparaturhinweis gefunden. Glück gehabt. Die verdammte Tür zu Shuttlebucht ist wieder blockiert. Solange der Druck bei 30 PSI oder darunter ist, funktioniert alles. Und das Sicherheitssystem wird ordnungsgemäß bei 34 PSI aktiviert. Aber schon im Bereich von 31 bis 34 schließt die Tür derart hart zu, dass sie einen Metallkörper zerquetschen würde. Irgendjemand muss das System reparieren, bevor jemand aus
meinem Team die Arme abgerissen wird. Jo. 34. Achtung, Hochdruck. Alter! Guck nochmal. Immer noch nochmal. Jetzt sah schon ja nicht schlecht aus. Okay. Achtung, Hochdruck. Wir müssen irgendwo dazwischen sein, wa? Wartet so? Ja, aber der ist zu krass. Also wenn wir den oberen und den unteren nehmen. Muss irgendwie so ein Ideal war das, glaube ich, wa? Ich weiß es nicht mehr. Ah ja, Micha. Alter. Junge, 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 Junge. Hab's gleich. Eigentlich hatten wir es schon, ja. Spielst du erstmal den Blöden hier. Unfassbar, Alter. Wir wären längst fertig gewesen, wenn ich mal wieder richtig aufgepasst hätte. Geht das? Die Türen sind gleich offen. Dann kümmern Ein wir Arm. Uns um dieses Turianer-Ding. Ein Arm abgetrennt. Verdammt. Ich hätte zu gern das Gesicht von deren Piloten gesehen, als das Ding kippte. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Es könnten noch ein paar Geht im Inneren der Basis sein. Ich wiederhole. Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Komm, Commander. Reden Sie mit mir. Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen.
Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Die können keinen wirklichen Schaden anrichten. Wir sind auf dem Rückweg. Halten Sie einfach die Stellung. Zu Befehl, Commander. Hier wird es gleich vor Gate wimmeln. Bleibt zusammen, dann kommen wir auch in einem Stück hier raus.